herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov in der Ultimate Singleplayer Season Nummer 3. So sieht es aus, liebe Freunde. Unser Stash ist langsam aber sicher aufgebraucht, muss man ja fast sagen. Wir haben in letzter Folge einen kleinen Hidden Stash Run gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen RIP-Munition eingepackt und wir haben zwei Werkzeugkoffer. Das ist gut. Uns fehlt entweder noch ein Werkzeugkoffer oder ein Schlüssel sowie drei Bolzen. Drei Tuchonka will ich ganz gerne auch noch mitnehmen. Roter Schrauber, Elite Plier, das sind alles so Sachen, die wir noch mitgenommen haben. Wir haben eine Sache zu übergeben. Ich glaube, bei Mechanic ist es. Ist das richtig? Nein, haben wir schon. Akkumulatoren, das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Von daher kann das nachher auch noch zum Verkauf angeboten werden. Gar kein Problem. So, wir packen das mal runter. Wir packen das mal runter. Das kann noch zu verkaufen. Packen die Rubel hier mal rein. Passt soweit. Ja, so ist das Ding. Ich denke, wir gehen genau so rein. Machen noch einen schnellen Lauf. Hoffentlich kriegen wir das hin. Von daher ab auf Interchange. Und für euch ein kleiner Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Und damit geht es los. Liebe Leute, ich glaube, muss mal eben eine Sache probieren. Ja, das ist eine gute. Ich will wohl hier lang gehen. Oh Gott, das spawnt richtig was. Okay. Schauen wir doch mal. WD-40. Auch eine Sache, für die wir lange, lange gesucht haben. Nervenaufreibend. Gut, dann schade. Schrauben. Schrauben wäre wichtig. Liebes Spiel, Schrauben. Gib mir die Schrauben. Verdammt nochmal. So, den Eis hier können wir uns eigentlich gleich reinballern. So, die Zündkerzen nehmen mit. Ich weiß gar nicht, ob wir alle Zündkerzen abgegeben haben. Will ich nichts. US-Munition, goldene Kette nehmen wir auch mit. Lexiglas und ein Schläuchchen. Okay. Da ist was zu essen, glaube ich. Bin mir nicht sicher, 100 Pro. SSD ist auch sehr schön. Das ist übrigens ein Intel SSD. Auch wie Flash Drives, das sind alles Sachen, die wir rein theoretisch in einen Dockcase kriegen können. Alles, was wir rein theoretisch in einen Dockcase kriegen können, dürfen wir auch in diese Dings packen. Das zählt damit rein. Rein theoretisch. Wir müssen es aber nicht machen. Noch eine SSD. Und ein Kabel. Oh, ein Kabel. Ja, ein Kabel nehmen wir mit. Das ist halt questrelevant. Ne?
Flash Drive, noch ein Kabel. Oh Mann. SSD, SSD. Das Ding, zack. Können wir mitnehmen? Sollten wir mitnehmen? Erbsen können wir gleich essen. Okay, vielleicht können wir Nutznießer aus dieser Schießerei werden. Noch ein Kabel, wir brauchen nur zwei Kabel. Daher will ich dem nicht so viel Beachtung schenken. Schauen wir mal, ich will jetzt nicht aktiv in irgendwas reinstolpern. Flash Drive, wir haben so viele Flash Drives. Aber da kommt nichts. Keine Leiterplatine, kein gar nichts. Doch ein CPU, sehr schön. Weg damit. Auf jeden Fall bewusst den Umweg. Möchte mich nicht in den Rücken geschossen werden. War nichts. Ich habe mir gedacht, da läge noch etwas. Ein Schraubenschlüssel. Da, Schrauben, sehr schön. Sind mir die Schrauben wichtiger, Leute. Da sind mir die Schrauben doch wichtiger. Sonst lache ich immer eine schöne AK, ne? Ist das? Fremens F. Ich hab's, kann es nicht aussprechen, Leute. Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall eine Mündungsfeuerbremse ist ja auch cool. So, am schönsten wäre jetzt kein ganzes Tool. Da ist noch eine Schraube. Sehr ordentlich. Ein Schraubenschlüssel wäre jetzt perfekt. Das nimmt nämlich nur zwei Hälften ein. Und wir brauchen, glaube ich, auch nur noch diesen Schraubenschlüssel, um erfolgreich hier quasi rauszugehen. Da wäre die Werkzeugtasche. Ich will nur kurz gucken, ob wir einen Schraubenschlüssel finden, weil ich glaube, damit sind wir. Da sind beide Werkzeugtaschen. Ich ritze die hier echt ab. Gottes Willen. Ich wollte nicht schießen.
Könntest du mir schon mal überlegen, was wir wegräumen? Hilft nichts. Wir müssen eins davon mitnehmen. Boah. Boah, 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 boah. Granate kann weg. Ein USB-Stick kann weg. Ich denke auch, dass WD-40 weg kann. Komm, und davon haben wir auch genug. Bei den Exits. Schienen-Exit, ja. Meine Güte. Das iPad noch mit hier. Ist auch wichtig. Reitut Chonkers ist natürlich auch. Ach Mann. Da ist der Schlüssel. Leute, da ist der Schlüssel. Werft das weg. Ich will den Schlüssel mitnehmen. Das spart uns ein bisschen Platz und wir haben sogar die Möglichkeit, eventuell noch drei Tuchonkas mitzunehmen, damit wir es für eine Waffe eintauschen können. Ich denke, wir werden so nicht weiterkommen. Batterie, ja. Schwarz, rotes Schwarzpulver. Bin mir nicht sicher, ob wir. Das ist keine Tuchonka. Gehen wir mal eben rein. Eine. Zwei. Lachs. Unbefriedigend. Das ist richtig unbefriedigend, dass es hier keine Tuchonka mehr gibt.
Oh, ist das ärgerlich. Habe ich vielleicht noch einen übersehen irgendwo? Keine Tütschonka. Das ist echt einfach ärgerlich. Oh, 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 das ist schon ärgerlich, wir müssen raus. Müssen und sollten einfach raus. Wir bringen das raus. Wir bringen das raus. Ich denke, das ist noch in Ordnung. Aber wir haben da die beiden Hidden Stashes noch, ne? Ich glaube, die haben wir noch gar nicht abgegrast. Ich glaube, die will ich mitnehmen. Mal gucken, was da drin ist. Vielleicht ist ja noch eine Weste oder irgendwas. Die Chance ist immer da. Quasi den Idea umlaufen.
Eine Panzerbatterie ist auch gut. Ich hoffe, wir müssen hier auch draus, ne? Doch, Schienenexit passt alles. Alles gut. Okay. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Vielleicht haben wir Glück. Und im Auto liegt eine Tuchonka. Sowas kann auch sein. Im Bus noch eine Tuchonka. Eine Milch, sehr gut. Okay. Schade an der Stelle. Okay, lass es uns zu Ende bringen. War ein schneller Lauf. Ich denke, wir machen noch einen. Also wirklich den Rest hier zu Ende bekommen. Vielleicht ist da vorne noch was? Wir gucken noch mal hin. Gibt hier noch die ein oder andere Chance, dass hier vielleicht auch noch eine Tuchonka spawnt. Ich will das nicht ganz aufgeben. Nein, schade. Macht nichts, Leute. Wir sind raus. Sehr ordentlich. Bisschen was rausgeholt. Bisschen sehr, ich sag mal, defensiv unterwegs gewesen an der Stelle. Aber das macht nichts. Wir haben ein bisschen was zum Verkaufen. Und vor allem haben wir hoffentlich jetzt die Sachen zusammen für das nächste Toolkit. Den gehen wir mal eben kurz ab. Genau. So, dann haben wir das. Platinen fehlen noch. Das ist soweit, denke ich, in Ordnung. Verkaufen, 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 verkaufen. Abgeben. Die beiden Schrauben natürlich nicht verkaufen. So und so. Auch den Schlüssel hier nicht verkaufen. Der geht damit hin. Die beiden Tuchonka auch nicht. Dann haben wir das noch, das kann da noch mit hin. So, Mechanik. 2, Auto. Zack, dann haben wir das. Hier T-Stecker, 2 Leiterplatinen. Ist okay. Mechanik nimmt allerdings alles hiervon. Jawohl. Sehr ordentlich. Und. Nee, wir lassen das. Wir lassen das so. Wir gehen exakt so rein und wir brauchen tatsächlich, wechseln wir noch mal einmal kurz das hier. Jawohl, Deal. Dann haben wir das auch eingetauscht. Sollte es hier ein bisschen, genau, hier ist noch ein roter Schraubendreher. Eine Elite-Plier und einmal Schraube. Ein Elite-Plier, einmal Schraube. Das ist das Ding, was wir mit rausnehmen wollen. Und natürlich die Leiterplatinen und CPUs. Schauen wir noch mal ganz kurz. Es sollte wirklich nur noch. Ja, es ist echt nur noch eine Schraube und Mechanik auf Stufe 2.
Ja, das wird das Limitierende sein. Und in diesem Fall, ich will gar nicht weiter quatschen. Wir gucken uns nochmal kurz die Stats an. Vielleicht sollten wir noch was zu trinken mitnehmen. So ein bisschen. Ja, wir nehmen einfach das nochmal mit zu trinken. Das trinken wir dann entsprechend. Und dann sollte es das erstmal sein. CPU, Leiterplatinen, T-Stecker. Leiterplatinen, T-Stecker, CPUs. Und Schraubendreher Rot, Elite Player Rot. Ja, passt. Ich denke, so geht's rein. So machen wir es. Nochmal Autobahnkreuz, liebe Leute. Für euch einen Schnitt. Wir sind gleich wieder. Und da sind wir zurück. Jo. Wir gehen direkt rein. Am besten Idea hoch. Das, glaube ich, ist das Beste, was wir jetzt gerade machen können. Uli ist zu weit entfernt, glaube ich. Oder? Oh, komm, wir riskieren das. Textor Uli. Denn jetzt lang gelaufen? Da wollte ich auch gar nicht lang. Ich wollte doch hier lang. Wir wohl hier reingehen. Das könnte man auch probieren. Ich will mal unten durch. Auf der anderen Seite. Das hört sich schon nach Killer an. Okay, das hat ganz gut. Entschuldigung, das hat ganz gut geklappt. Drähte. Schiefer. Direkt nach oben gehen. Das sind keine T-Stecker. Das ist nur der RAM. Da ist eine Leiterplatine. Das ist sehr, sehr schön. Sparkplug. Auch noch mal mit. Was ist das hier? Untersuchen. MP5-Rail. Alles klar. Da ist noch eine Leiterplatine. Das ist schon mal ein großer Gewinn.
DVD brauchen wir nicht. Brauche immer einen Moment, bis ich das erkannt habe, was denn hier alles so liegt, ja. Kabel brauchen wir nicht mehr. Bohrer brauchen wir auch nicht, Motor auch nicht. Relais kann man noch mitnehmen. Aber das ist schon mal gut. Zwei Leiterplatinen. So, jetzt überlegen wir mal. Emmercon-Kontrollpunkt. Jetzt da unten raus, dann durch. Wie kommen wir jetzt am besten? Am besten, am besten, am besten. Das wäre, wir gehen da hinten durch, ne? Ja, wir gehen einfach hier durch. So, ist das auch weg? Nimmt ein bisschen Platz. So, zwei Leiter sind schon mal sehr, sehr gut. Das ist ein echt großer Gewinn. Immobilisierende Schiene brauchen wir aber gar nicht, ne? Oder? Doch, wir nehmen es einfach mal. Können wir noch mitnehmen. Kabelnetzteil will ich nicht. Will ich nicht, brauche ich nicht. Danach durchgucken. Nein. Okay. Tuchonka noch? Eine Tuchonka wäre auch noch toll. Oh, A2, das ist natürlich noch besser. 4, 5. Alles klar. Da wird gerampelt und gerumpelt.
So, wir ziehen das Pferd von hinten auf, würde ich sagen. Was? Nice. Okay. Das ist gut. So, wir gucken mal, ob wir. Da ist Sprit. Treibe Stoffe. Das können wir leider nicht mitnehmen. Das wäre natürlich toll. So, Handdrill, Militärschere, ich sag mal Militärschere, Metallschere, da ist noch ein Toolkit, das brauchen wir jetzt nicht mehr, wir brauchen einen Elite-Plier, nicht hier, das ist der auch nicht, E-Fuel, Elite-Plier, roter Schraubenzieher, eine Tuchonka. Aber davon ab ist das schon gut, was wir jetzt haben. Das ist schon gut. Definitiv. Oh, da ist gar nichts drin. Ich habe mal eben mich umdrehen müssen, aus dem Fenster schauen müssen und stelle fest, es ist verdammt duster. Das ist keine Tuchonka. Propangas. Das wäre natürlich. Nehmen wir mit. Schonka mit rein, bitte. Sehr schön. Und ja, jetzt wird's nur noch. Jetzt gucken wir nur noch durch. Wirklich das Wichtigste vom Wichtigsten. Für uns das Wichtigste vom Wichtigen. Geld ist momentan nicht so wichtig. Das heißt, das, was Geld bringt, kann theoretisch. Ist auch theoretisch entbehrlich. Das ist der rote Schraubendreher. Ist das? Jawohl, das ist der rote Schraubendreher. Mir gar nicht mehr sicher bin, ob wir auch den roten Schraubendreher brauchen. Keine Ahnung, aber den Elite-Plier, den werden wir auf jeden Fall brauchen. Ist er das? Ja, das ist er. Sehr schön. Damit haben wir es. Ich glaube, mehr will ich gar nicht. Schraube, ne? Schraube ist wichtig. Um Gottes Willen. Eine Schraube wäre natürlich noch toll. Ach du meine Güte. Eine Schraube wäre.
Das wäre schon noch der Oberkracher. Aber wir haben, glaube ich, alles durchsucht, ne? Ich glaube, den hatten wir auch. Nee, den hatten wir noch nicht. Ja! Sehr schön. Jetzt haben wir aber alles. Leute, das ist richtig gut, wenn man die Schrauben hier entsorgt. Jetzt müssen wir nur noch rauskommen. Nein, da liegt jemand, aber das ist nicht der Fall. Okay. Ich werde den Stashes jetzt nicht abgehen. Sehe da nichts. Gott sei Dank nicht. Sehr cool. SVD SV 98 ist es, glaube ich. Keine schlechte Waffe. Absolut cooler Sniper. Ist, glaube ich, beim Jäger oder bei Mechanic oder bei Ragman irgendeiner. Oder Skier, glaube ich. Fishing bei Shoreline ist auch so eine Quest, wo wir das Ding irgendwo platzieren müssen, glaube ich. Aber wir haben erstmal das, was wir haben wollen. Die Leiterplatine ist ein riesengroßer Gewinn. Absolut. Und die anderen Sachen natürlich auch. Wenn das jetzt wenig XP waren, aber es hat uns auf jeden Fall weitergebracht. Ich bin in der Versuchung. Ich glaube, wir machen noch einen Lauf. Auch wenn das über die Stunde hinweg gehen sollte. Ich glaube, das ist keine schlechte Sache. So, dann schauen wir doch mal. Wir haben Propan. Das tauschen wir ein gegen unsere Geschichte, wollte ich gerade sagen. Das tauschen wir ein gegen unsere Geschichte. Ich glaube, das ist eine Sache, die verkauft werden konnte. Der Schraubendreher mit dem Elite-Plier zusammen ergibt eine gute Mischung. So, wir haben die Schraube. Damit wäre das Teil erledigt. Jetzt können wir noch zum Händler gehen. Wir können uns hier, glaube ich, jawohl. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchten den Schraubendreher gar nicht. Ich glaube, wir brauchten den Schraubendreher gar nicht. Wir dealen das. Wenn die Waffe raus. Sehr schön. Dann haben wir hier bestimmt genau Propan. Das dealen wir auch rein. Sehr ordentlich. Und dann haben wir bei Mechanic die Platinen. Jawohl, dann ist das auch erledigt. Wir brauchen eigentlich nur noch einen einzigen CPU. Dann hätten wir auf jeden Fall die Quest schon mal gemacht. Und wir brauchen noch Leiter mit dem T-Stecker. Ja. Oder es kommt Signalteil 3. Das kann natürlich auch sein. Müssen wir mal gucken, wie weit wir da schon fortgeschritten sind. Ich will ja gar nicht lange quatschen an der Stelle. Denn das Ding hier ist eine Dreierrüstung. Einmal nochmal kurz gucken, ob ja, wir haben die eine Zündkerze, die musste auch noch abgegeben werden. Sehr schön, Autobatterien hätten wir mitnehmen können, war aber kein Platz für. So, die Packer, die packen wir mal, die Packer, die packen wir mal hier rein. Das darüber, das dahin, dann kann das dorthin.
Die kann angezogen werden. Und ich glaube, ich will mit der taktischen hier. Ist die ein bisschen besser? Schauen wir mal. Ja, die ist ein bisschen besser. Ich will mit der arbeiten. Dafür ziehen wir die da rein. Und die RIP da drauf. Das bleibt auf 4. Das bleibt da. Und die SVD, die SVD, packen wir mal dorthin. Alles ein bisschen durcheinander hier. Leute, alles ein bisschen durcheinander. Nichtsdestotrotz. Schauen wir ganz kurz. Ja, ich glaube, das ist. Das passt schon. Das ist schon ganz cool. Vielleicht noch eine andere Optik drauf. Wollen wir es ein bisschen umbauen? Ich glaube, wir bauen es noch ein bisschen um. Ich glaube, wir bauen die ab. Was bringt der? Minus 2% Rückstoß. Was haben wir hier noch so? 1% Rückstoß. Ne, der ist schon gut so. Aber ich glaube, die taktische Taschenlampe, die kann auf der Seite ran. Und ich könnte mir durchaus vorstellen. Ja, so machen wir es. So gehen wir rein. Wunderbar. Das lassen wir so. Und dann lasst uns noch einen einzigen CPU, ne? Den werden wir doch finden, oder? Den werden wir doch wohl finden. T-Plugs. Ja, ich denke, den werden wir finden. Halt, eine Sache haben wir noch. Und zwar die hier. Die AK. Will ich mit der K rein? So, das kann verkauft werden, das kann verkauft werden, das kann verkauft werden. Die könnte man auch noch hier hinpacken. Das könnte man hier hinpacken. Die hier rein. Entladen. Aber da haben wir halt nur die PS-Munition. Und das ist das. Wir haben halt echt nur die PS-Munition, ne? Komm, machen wir. Und die packen wir auch noch mit rein. Lassen wir so. Den mal einen schnellen Lauf. Noch einen schnellen Lauf, Interchange. Ich will diese eine CPU noch haben. Das muss drin sein. So, schneller Lauf, kurzer Schnitt. Wir sind gleich. Und ab dafür. Los geht es. Wir sind. Wo sind wir? Ach, du ahnst es nicht. Okay. Automatik. Wir können. Ja, wir können hier rein. Gehen hier um die Ecke. Gehen nach oben und sind im Zwischengang. Könnte der Durchgang sein. Ja, wo müssen wir überhaupt raus? Schienenexit? Ja. Das wäre eh der Weg. Das wäre eh der Weg.
wäre der Lauf über den Texttor hinten, ne? Ich will das alles doch gekonnt ignorieren jetzt auch. Weil das brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur den CPU. Die Leiterplatinen und so weiter und so fort. Dollar, okay. Bitcoin, sehr cool. Okay. Und raus. Ananassaft. Geht nicht. Warum nicht? Mensch. So. Jetzt aber den Ananassaft. Dann durchsuchen wir das nochmal. SVD Handgrip ist das, glaube ich, ne? SVD Handgrip. So, komm. Ein CPU. Ein einziger CPU, das wäre traumhaft. Vielleicht ein paar Leiterplatinen noch und die T-Plugs, die müssen wir auch noch finden. Das könnte aber alles im Textor liegen. Oh, ja, genau. Da finden wir den Treibstoff, den großen. Da ist die Leiterplatine. Dann kann das weg. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchen noch zwei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zwei Leiterplatinen? Ich glaube schon. So, schauen wir da noch mal rein. Nee, im
Raid nicht austauschbar. Okay, dann ist das so. Schade. Da hinten ist der Textor. Wir brauchen noch einen einzigen CPU, Leute. Da ist er. Da ist der eine CPU, den wir brauchen. Wir hauen uns den Ananassaft rein. Sehr ordentlich. Tetris. Oh Mann. Das nehmen wir natürlich auch mit. Den Tetris. Leiterplatine wäre toll. Noch eine. Wenn wir auch noch Platz. Wir können die Dollar noch wegwerfen, ja. Sparkplug brauchen wir nicht. Da ist die Leiterplatine. Wäre toll. Die Plugs, die Plugs, die Plugs. Hier wäre noch der CPU. Noch eine Leiterplatine. HDD. So, lass uns mal überlegen. Wir haben die CPU, wir haben die Leitplatine, wir haben die Car-Batch, wir haben eigentlich alles. Wo müssen wir eigentlich hin? Schienenexit. Das heißt, wir müssten eigentlich vorne raus. Raus. Ich glaube, das Beste ist raus. Vielleicht nehmen wir die hinten Stashes einfach noch mit. Ja. Ich will da keine Experimente machen. Ich will das jetzt nach Hause bringen. Das ist am besten.
Ahnung, wo er sich versteckt hat. Ein bisschen Angst, ihn zu jagen, jetzt bin ich ganz ehrlich. Lieber von der anderen Seite nehmen. Vielleicht haben wir Glück und wir haben ihn so hart erwischt, dass er verblutet ist. Wow! Schwierig. Wir es jetzt oder riskieren wir es nicht? Ich bin ja schon dabei, es zu riskieren, oder? Ja, Glück, er war es oder er war es nicht? Okay, aber so, weg damit. Dann haben wir den wenigstens. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Ich würde sagen, damit geht's nach Hause. Keine Optik.
Aber wir haben wieder gute Ausrüstung, das passt soweit. Wow. Ist klar. Oh, das war knapp, Leute. Der hätte uns echt von hinten ganz gut erwischen können. Wir haben ja auch Schienen-Exit, oder? Ja, ich denke schon. Sehr schön. Ein bisschen hart überladen, aber ich denke, ist soweit okay. Den RFB oder die RFB, die kann ich auch verkaufen. Ich denke nicht, dass das für uns interessant wird. Es sei denn, wir haben die richtige Optik dafür. So, metabolisch auf Stufe 17, das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt geht es hier einmal quer über die Schienen zum letzten Stash und dann geht es auch schon raus, Leute. Das hat sich doch noch ein... Ja, sehr gut. Eigentlich alles mitnehmen. Weil alles bringt Geld, schlussendlich. Sehr, sehr schön. Hui, perfekt. Das ist sehr schön. Und wir schauen einfach mal, was als nächstes rauskommt. So, das war ein Raider. Wir haben echt einen Raider umgelegt. Also da waren mit Sicherheit noch zwei Raider. 100 Pro, die ich jetzt nicht gesehen habe. Und gut, dass wir nur einen davon gekillt haben und zugesehen, dass sie weggekommen sind. Weil die sind echt fies unterwegs, die Jungs. So, dann schauen wir noch mal. Also, das ist Verkaufsware. Schwarz will ich auch nicht, kann auch verkauft werden. Munition entladen. Ja, die behalten wir, die Munition. Definitiv. Kommt da rein. Dann entladen wir das Ding auch noch mal. Die kommt da auch rein. So, dann kann das verkauft werden. Das machen wir jetzt auch erstmal. Und zwar bei Prepper setzen wir das Ganze um. Denn wir müssen hier noch ein bisschen generieren. Gell? So sieht's aus. Sehr schön. Wunderbar. Dann hätten wir das, was wir geben können. Die Schiene behalten wir an der Stelle. Das geht weg. Die Haferflocken möchte ich behalten wegen der Milch.
Dann haben wir das hier. Wir haben die zwei Leiterplatinen. Das werden wir gleich erstmal einhandeln hier an der Stelle. So, übergeben, Auto ein, abgeschlossen, perfekt. Dann haben wir den Speer. Weg aus der Fabrik finden. Das ist, glaube ich, ziemlich einfach und damit hätten wir es theoretisch, aber theoretisch wären wir auch schon. Nee, Level 2, wir müssen auf Level 20 hochkommen. Alles klar, da liegt das Problem. Und Signal, Störsender. Ja, ne? So ist das. Achso, wir haben noch. Moment, 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 Moment. Genau, die beiden übergeben. Dann ist das auch schon mal weg. Sehr ordentlich. Die Weste behalten war. Damit werden wir, denke ich, viel Spaß haben noch. Um es mal so zu nennen. Entladen. Die zweite Schuss. Weste wollte ich gerade sagen. Die zweite Weste. Die ist schon recht groß, ne? Die ist schon recht groß. Mit denen hier runter, ziehen den da runter. Dann das darüber, den dahin, das dorthin, dann passt die hier hin. Ist weggepackt, ne? Was ist das? Vierer ultra leicht. Die lassen wir mal an. Dann haben wir unseren Helm. Es ist alles sehr unsortiert. Ich weiß, Leute. Schraube brauchen wir noch, oder? Sicherheitshalber packen wir sie zur Seite. Und wir haben die Batterie für Therapist. Sehr schön. Die zweite Batterie sozusagen. Genau. Das ist sehr, sehr cool. Und dann schauen wir doch mal, dass wir. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt so schnell wie möglich hochleveln, denn alles andere haben wir bereits, wenn ich das so sagen darf. Aber wir müssen echt auf Level 20 hochkommen. Und das ist kein leichtes Unterfangen, Leute. Kein leichtes Unterfangen, absolut nicht. Das darüber, das darüber. Der ganze Kram kann verkauft werden. Das ist gut so. So. Sehr schön, dann machen wir das mal. Redman, nein, Redman verkaufen. Das auch noch mal weg. So, schauen wir doch mal, was haben wir noch an? Wir haben keine Munition mehr dafür, ne? Wir haben keine Munition mehr für die AK. Das ist echt nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Okay. Nichtsdestotrotz, wir werden uns das in der nächsten Folge überlegen und wir werden auch in der nächsten Folge einmal kurz drüber gucken, was wir an Optionen haben. Wie ist unser XP-Stand? Was brauchen wir noch zu Level 20? Das sind alles so Sachen, die wir uns fragen müssen. Und wie erreichen wir das? Ich denke, es wird dann in die Questgeschichte reingehen. Von daher, trotz alledem, ist die Folge an dieser Stelle zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte ein Däumchen da, gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz, ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ich lese mir das wirklich gerne durch. Und mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.